an. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute versammelt sind, um einen Diskurs über Verantwortung zu führen. Es soll um Educational Technologies, Krise und Resilienz gehen. Aber bevor wir in diese großen Themen einsteigen, erst einmal kurz zu uns. Ich bin Marisa Mende und wir alle forschen gemeinsam zum Thema organisationale Resilienz und Kreativität. Unser Projekt heißt ORG. Das Ganze ist das dreijährige Folgeprojekt unseres ersten Projektes zur Implementierung digitaler Lehrpraktiken. Beide Projekte sind eine Kooperation vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und des Katalpa der Fernuniversität Hagen. Und in ORG nähern wir uns von einer qualitativen, sozialwissenschaftlichen, methodischen Herangehensweise Fragen wie: Welche Rolle spielt EdTech in der Lehre der Zukunft? Wie werden Universitäten resilient? Und wie kann EdTech genutzt werden, um Universitäten resilienter zu gestalten? Um einen Einstieg in unsere Forschung zu finden, haben wir mit einer kritischen Diskursanalyse begonnen. Begonnen heißt hier, sie war der Beginn unseres Projektes und wir sind auch noch dabei. Die Erhebungsphase ist abgeschlossen und wir sind gerade so in der Endphase der Auswertung. Und genau diese Diskursanalyse ist auch heute das, worüber wir diskutieren wollen. Und deswegen spricht mein Kollege Marvin Sievering jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Genau, also als Vorbereitung für die Analyse haben wir systematisch nach Literatur gesucht, unter anderem mit Stichworten wie Digitalisierung, Covid-19, digitale Lehre, aber auch Educational Technology. Der finale Textkorpus für unsere Analyse enthält 68 Dokumente. Der Schwerpunkt unserer Analyse liegt auf dem deutschen Diskurs. Ursprünglich wurde auch nur der deutsche Diskurs untersucht. Dann haben wir aber immer wieder spannende Verknüpfungen zu internationalen Akteuren festgestellt und haben deshalb sozusagen den Scope nochmal erweitert. Wir haben ein breites Spektrum an öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen, unter anderem von Universitäten verschiedener Bundesländer, bekannten Thinktanks, Forschungsinstituten wie auch dem Hochschulforum Digitalisierung, Stifterverband, dem Wissenschaftsrat, Zentrum für Hochschulentwicklung, aber auch von verschiedenen Netzwerken und Kooperationsprojekten. Alles in der Zeit zwischen 2019 und 2023. Aber was wollen wir mit der Diskursanalyse herausfinden? In unserer Diskursanalyse geht es im Wesentlichen um das Zusammenspiel von drei Themen, nämlich Resilienz, Krisen und Bildungstechnologien. Kurz zu dem Begriff Resilienz. Resilienz wird oft als Widerstandsfähigkeit oder auch Anpassungsfähigkeit definiert, während Resilienz an Universitäten allgemein als die Fähigkeit verstanden wird, Kernaktivitäten aufrechtzuerhalten, also Lehre, vor allem Lehre, aber auch Forschung, trotz Umständen oder Krisen. Denn Krisen aller Art erfordern resiliente Strukturen von Hochschulen und Universitäten. In unserer Arbeit steht die Covid-19-Pandemie als Krise im Vordergrund und wir haben uns in der Komplexität der verschiedenen Diskurse auf einen Diskurs konzentriert, nämlich in dem es um Verantwortung verschiedener Akteure im Hochschulsystem geht und vor allem, wo diskutiert wird, was sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und wie werden Bildungstechnologien dort eingesetzt. Genau, also im Vordergrund stehen die Fragen: Wie gehen die Universitäten mit Krisen um? Wie werden Technologien jetzt auch nach Covid-19 in der Lehre integriert? Und wie werden Verantwortungen zwischen den Akteuren ausgehandelt, um die Krise zu bewältigen? Genau, einen Link zu unserer Forschung und Analysen gibt es am Ende nochmal. Jetzt möchten wir auf der Basis unserer Diskursanalyse eine kleine Umfrage zu bestimmten Zitaten durchführen. Und für die Moderation der Umfrage gebe ich nun weiter an meine Kollegin Bronwyn Deacon. Ja, vielen Dank. Auch hallo und herzlich willkommen von mir. Wir würden gerne jetzt mit Ihnen ins Gespräch, in den Diskurs kommen und darüber sprechen, wer eigentlich für die Gestaltung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Hochschullandschaft verantwortlich ist. Dabei muss es auch nicht ausschließlich nur um die Verantwortlichkeit gehen, sondern kann natürlich auch Probleme und Hindernisse und mögliche Lösungswege ansprechen.
Ich würde auch an dem Punkt gerne noch mal darauf hinweisen, dass die Dokumente, die wir in der Diskursanalyse analysiert haben, Dokumente sind, die Personen geschrieben, über die Personen Kommentare geschrieben haben, die teilweise hier in dem Raum sitzen oder die auch Akteure betreffen, die hier in dem Raum sitzen. Ich denke dabei an Menschen, die an Hochschulen arbeiten, die mit Hochschulen arbeiten, die Hochschulen beraten, die in der Politik tätig sind oder auch im Bereich des Journalismus. Und daher finden wir es heute besonders spannend, diesen Diskurs, den wir jetzt in diesen Dokumenten über den letzten Jahren gesehen haben, nun heute hier in den Raum mit Ihnen als ja, spannende und interessante Akteure besprechen zu können. Das Ganze wollen wir machen, indem wir drei Zitate aus unserer Diskursanalyse heute mit Ihnen ja, diskutieren. Und als technischen Hintergrund vielleicht, wir möchten diesen Austausch mit Ihnen über Slido führen. Für viele wird es vielleicht ein Begriff sein. Slido ist eine Plattform, die uns die Möglichkeit gibt, Polls, also eine Bewertungsstrukturen oder auch Kommentare online stattfinden zu lassen und direkt auf unsere Präsentation hier, also auf die Slides abspielen zu lassen. Insofern würde ich Sie jetzt darum bitten, entweder mit Ihrem iPhone oder Phone, es muss kein iPhone sein, diesen QR-Code scannen, so brainwashed ist man dann schon, oder eben auch, wer den Computer vielleicht bevorzugt oder auch vom Handy aus über slido.com diese hier angegebene Nummer eingeben und dann sind Sie quasi alle ja, bereit und haben die Möglichkeit abzustimmen. Ich werde, also auf der nächsten Slide werden Sie ein Zitat sehen, welches ich vorlesen werde und Sie haben die Möglichkeit abzustimmen, wie sehr Sie diesem Zitat zustimmen oder nicht und eben auch vielleicht in welchem Ausmaß. Danach wird es eine weitere Möglichkeit geben, Kommentare oder Anmerkungen zu eben diesem Zitat dazulassen. Das können Sie sowohl online machen und das gilt auch für die, die online partizipieren, aber auch Handmeldungen sind hier möglich und wir können auch mündlich einen Diskurs über das führen, was sowohl online als auch hier im Raum dazu geäußert wird. Kommen wir zu unserem ersten Zitat. Auch hier haben Sie nochmal erneut die Möglichkeit, sich einzuloggen, wenn das bereits noch nicht geschehen ist. Dies, der Einfluss des digitalen Marktes, zeigt nicht nur einen Mangel an pädagogischer und curricularer Fantasie, sondern auch, dass die Universitäten in eine funktionalistische Falle geraten sind. Die Universitäten haben sich vom Glanz der technologischen Innovationen gefangen nehmen lassen, was sie davon abhält, sich mit den tieferen pädagogischen Fragen zu befassen. Ich gebe Ihnen eine Sekunde Zeit. Oder zwei oder drei. Genau, hier einmal Ihre Stimme abzugeben. Ich sage es nochmal, auch diejenigen, die online zuschauen, können gerne eben über diesen QR-Code oder der Webseite darauf zugreifen und Ihre Stimme abgeben. Ich denke, wir sehen hier schon ein Meinungsbild sich abzeichnen. Aber auch spannend, dass doch auch einige dagegen stimmen und sich hier ja auch eigentlich so, ja, so eine Gegenüberstellung aufmacht. Gut, ich lasse es noch ganz kurz laufen. Gleich werde ich Sie bitten, die Abstimmung zu beenden, damit wir auch ein finales Bild quasi sehen, das Meinungsbild. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist es vorbei. Wir sehen, 47% stimmen dieser Aussage zu, aber auch ein nicht weniger Prozentsatz mit 28, der nicht zustimmt. Jetzt wäre meine Frage, sowohl an Sie hier im Publikum als auch online, möchten Sie dazu, also hier oben sehen Sie nochmal eine Zusammenfassung, also die Kernaussage des Zitates, damit Sie das präsent haben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, nochmal einen gewissen, ja, einen Kommentar oder eine Anmerkung dazu, sowohl online zu äußern oder aber auch sich gerne dazu zu melden. Vielleicht hat ja auch jemand, fände ich jetzt persönlich interessant, der oder diejenige, die nicht zustimmt, vielleicht hier eine Wortmeldung machen möchte oder auch untereinander ja, in den Austausch kommen möchte, warum ja, denn die Universitäten die Pädagogik vernachlässigen oder ob das vielleicht auch nicht zutreffend ist, dieses Zitat. Also was hat dieser Innovationsschub gemacht? Wir haben eine Wortmeldung oder auch schon zwei, wir geben gerade das Mikrofon rum.
Ich wollte einfach nochmal nachfragen. Das ist ja jetzt eine völlig andere Fragestellung als die gerade eben. Gerade eben ging es um den Einfluss des Marktes und darum, dass bestimmte Marktinnovationen die Universitäten davon abhalten. Hier geht es jetzt um technologische Innovationen. Also mit der Frage hätte ich, glaube ich, anders abgestimmt. Weil ich denke, technologische Innovationen sind absolut notwendig und befördern eher tiefergehende pädagogische Fragen. Während wenn die von außen als Produkt reinkommen, das können wir ja gerne diskutieren. Genau, das wäre, glaube ich, mein Input dazu. Also, dass es sowohl Druck vom Markt da ist, der auch negative Auswirkungen kann, aber Technologien durchaus Teil der Hochschullandschaft werden sollten. Das war jetzt Ihr Kommentar. Hier vorne war noch eine Handmeldung. Okay. Ja, hallo. Ich bin der Meinung, dass mit neuen Innovationen neue Denkfelder aufgemacht werden, wo althergebrachte Bildungsauffassungen nochmal hinterfragt werden können, um sie zu bestätigen oder neue Fragestellungen zu stellen. Ich finde, technologische Innovationen sind auch Möglichkeiten. Hallo. Ich glaube, dass es eher das Nichtwissen anderer Fachgebiete ist, was an alten Strukturen festhält. Also zum Beispiel das Thema Klausur. Ich denke immer, ich brauche in meiner Lehre keine Klausuren. Da schreien alle BWLer auf, wir brauchen Klausuren. Wenn uns das Tool Klausur nicht mehr gegeben ist, dann können wir gar nicht mehr Wissen abfragen. Also ich glaube sozusagen, dass der Mangel darüber, wie andere Fachgebiete funktionieren, wie man didaktisch gut in die Zukunft geht oder überhaupt mit Studenten arbeitet, führt dazu, dass man eben auch an alten oder an traditionellen Bewertungsformaten festhält, die es tatsächlich zu hinterfragen gibt, ob die noch notwendig sind. Darf ich kurz nachfragen, wo Sie da eventuell eine gewisse Verantwortung sehen würden, eben dieses Wissen zu generieren und dementsprechend auch zu handeln? Zuhören bei, also innerhalb der Hochschule. Den anderen zuhören, wie die gerne unterrichten wollen und dann fragen, ist eine Hausarbeit die richtige Antwort auf eine gesellschaftliche Problemstellung oder sollte man lieber ins Schwimmbad gehen oder singen? Also ich hatte einen Professor gehabt, der hat mir immer gesagt, wenn du denkst, dass du ich bin Architektin, wenn du denkst, dass Singen gut dafür ist, dass Menschen gute Architekten werden, dann sing mit ihnen. Und ich glaube, das ist, finde ich, so sehr aussagekräftig für jede Art von Bildung. Ja, über den notwendigen Austausch hören wir natürlich auch sehr viel in unserer Forschung. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Gibt es noch eine Wortmeldung hier aus dem Publikum oder sollen wir einen Kommentar aus Slido vielleicht mit aufnehmen? Ich denke, das knüpft ja auch an. Also ich fand es interessant, dass jetzt hier der interdisziplinäre Erfahrungsaustausch auch nochmal aufkommt, den Sie auch angesprochen haben. Also ja, und auch Neues ausrichten zu können. Ich würde auch sagen, hier sehe ich, glaube ich, eher das positive Abbild oder das Zustimmen, wenn ich das richtig sehe, zu dem Zitat. Jetzt haben wir natürlich auch mehr über vielleicht doch die technologischen Innovationen wie auf diese Zusammenfassung geredet, als über den Marktdruck, der ja durchaus auch vielleicht negative Einflüsse haben kann. Es besteht eher den Eindruck, dass innovative Technologien die Hochschulakteure zwingen, sich mit pädagogischen Fragestellen zu befassen. Spannend, ja, im besten Falle passiert genau das und auch da sehen wir ja auch eine Möglichkeit, Lehrformate neu zu entwickeln und in der Qualität möglicherweise auch besser zu gestalten. Gut, ich finde, hier sind sehr viele spannende Kommentare noch eingetroffen oder sind auch immer noch, werden immer noch geschrieben, wie wir dort oben sehen. In Anbetracht unserer kurzen Zeit können wir natürlich nicht auf alle Kommentare eingehen, die im besten Fall aber auch nochmal nach dieser Präsentation sichten können und werden sicherlich auch Freude daran haben zu lesen, was Sie dazu zu sagen haben. Ich muss es leider hier beenden und würde gerne zum nächsten Zitat übergehen, was wir dann erneut in der gleichen Abfolge einer Zustimmung oder Ablehnung in verschiedenem Ausmaß und Kommentaren besprechen können.
Auch die Uni tut noch viel zu wenig, um Härtefälle aufzufangen und ihrer Verantwortung bei der Gestaltung neuer Lernorte und Formate gerecht zu werden. So ist abzusehen, dass die Spaltung entlang sozialer Unterschiede auch an unseren Hochschulen nur noch weiter vorangetrieben wird. Das digitale Semester ist bis jetzt ein harter Rückschlag in Sachen Chancengleichheit für Studierende. Da muss dringend nachgesteuert werden. Ich lasse auch hier wieder ein bisschen Zeit. Beim ersten Zitat habe ich das nicht gemacht. Ich habe natürlich auch ein bisschen Kontextinformationen dabei, woher diese Zitate überhaupt stammen, was ja auch wichtig und relevant ist. Und zwar ist es ein Zitat von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW Bremen. Und zwar in einem Text Digitalisierung der Hochschule zukunftsweisend und verantwortlich gestalten von 2020. Und ja, ich lasse Sie noch weiterhin ein bisschen abstimmen. Ja. Soziale Ungleichheiten im weitesten Sinne. Also wo einfach ein erhöhter Unterstützungsbedarf für Studierende vorliegt. Gut, ja, es passiert noch ein bisschen was. Viel neutral, ja. Okay, auch hier bewegen wir uns eher auf der Seite der Zustimmung, wobei das davor nicht ganz so eindeutig war, das stimmt. Aber es gab auch eine erste Stimme, die direkt gar nicht zugestimmt hat. Das stimmt, die hat sich aber die hat sich wieder aufgehoben. Gut, ich würde auch sagen, wir beenden hier die Abstimmung. 39% oder 37 stimmen zu. Wir haben ja einen höheren Anteil, der neutral diesem Zitat gegenübersteht. Stimme voll und ganz zu, kommt als nächstes mit 18% Stimme nicht zu. Gut, Sie sehen die Ergebnisse selber. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Schritt des Kommentierens und Diskutierens über. Genau, es geht um Chancengleichheit für Studierende, das dringend nachgerüstet werden muss. Stimmen Sie dem zu oder nicht? Das haben Sie uns bereits mitgeteilt. 39% stimmen dem zu. Welchen Schwierigkeiten begegnen wir eventuell auch auf dem Weg dahin? Was können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung darüber sagen? Was Hindernisse, aber auch vielleicht schon funktionierende Lösungswege sind? Ich sehe zwei Teilnehmende schreiben. Jetzt 4 über Slido. Auch hier kann wieder im Raum, können auch Wortmeldungen rangenommen werden. Es können auch Assoziationen, Gedanken sein, die Sie jetzt damit erstmal teilen. Ah, habe ich eine Hand verpasst? Ah, Entschuldigung. Ich würde auch, glaube ich, hier nochmal sagen, dass für mich extrem viel an dem Unterschied zwischen Langform und Kurzform der Frage hängt. Okay. Also in der Langform war zum Beispiel der Aspekt, dass die Universitäten in der Verantwortung sind, wo ich als Lehrender erstmal einen Moment Widerstand spüre und denke, es kann nicht sein, dass noch eine zusätzliche Aufgabe bei den Universitäten abgeladen wird. Das ist ein gesellschaftliches Problem mit der Chancengleichheit. Die Lösung dafür muss gesellschaftlich stattfinden, die Lösung muss über Dinge wie Grundfinanzierung stattfinden, über zusätzliche Angebote etc. Zu sagen, die Universität ist in der Pflicht, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen, ist einfach daneben. Wenn ich das so sehe, Chancengleichheit für Studierende, da muss dringend nachgesteuert werden, ja 100%, absolut. Also ich denke, das zeigt einfach nochmal, wie viel wirklich davon abhängt, wie man die Frage dann positioniert und wo man damit auch implizit die Verantwortung dafür lokalisiert. Lassen Sie uns beim langen Zitat bleiben, weil das auch tatsächlich der Wortlaut und das Zitat aus dem Texten ist, worum es uns geht, die wir analysieren. Vielen Dank. Ja, ich sehe noch eine Wortmeldung im Raum. Mein Eindruck war, dass die waren ja bei Covid-19, dass da viele Probleme, die existieren, nochmal wie in einem Brennglas deutlich geworden sind, weil gerade eben Menschen mit Benachteiligungen, die Lehrenden waren von jetzt auf gleich gezwungen,
komplett umzustellen und dann noch Rücksicht zu nehmen auf Gruppen mit erhöhten Förderungsbedarf wäre total viel verlangt gewesen. Aber es ist deutlich geworden, die mehr als vorher, was übrigens trifft genauso die Promovierenden beispielsweise, die Gruppe, die oft vergessen wird. Über Promovierende habe ich viel gehört, dass dieser Online-Austausch tatsächlich sehr gut gewesen sein soll. Oder dass auch Betreuende immer gesagt haben, dass wenn digitale Lehre oder Betreuung das wohl mit PhD-Studierenden sehr gut funktioniert hat. Aber Sie haben natürlich recht, das fällt oft hinten runter. Ja. Ich möchte einen Gedanken aufgreifen, der jetzt hier auch im Chat schon dargestellt worden ist, weil das auch meine eigene Erfahrung ist, dass also Chancengleichheit aus meiner Sicht ganz einfach schon dadurch erweitert werden kann, dass man Vorlesungen so gestaltet, auch zeitlich, dass halt jeder daran teilnehmen kann. Ja? Also ich habe jetzt im letzten Semester eine Vorlesung gehabt, die ging bis 21 Uhr. Und da sind halt einfach große Teile der Studierenden, die Familie haben oder sowas, einfach außen vor genommen. Und wenn man dann halt nicht die Möglichkeit hat, das wenigstens hybrid zu übertragen, dann sind halt die Studierenden einfach von vornherein außen vor. Also das wäre so ein Punkt, wo jede Universität eigentlich mit vergleichsweise wenig Mitteln eine gewisse Chancengleichheit herstellen kann. Also das ist natürlich nur der erste kleine Schritt, aber einfach die Vorlesungszeiten auch so gestalten, dass halt diejenigen, die daran teilnehmen wollen, auch daran teilnehmen können, beziehungsweise wenn das halt aus Raumkapazitäten oder aus anderen Gründen nicht geht, das Ganze so gestalten, dass dann halt wenigstens eine funktionierende Hybridlehre sichergestellt ist. Und momentan ist es ja leider so, dass das in die Verantwortung des Dozenten fällt, dass er sich drum kümmert. Ja? Und da bin ich dann ganz bei Ihnen. Wir Dozenten können jetzt noch nicht alles auf unserer Schulter nehmen. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Würden Sie denn sagen, dass Bildungstechnologien grundsätzlich aber die Möglichkeit haben, eben so ein Problem zu beheben, wenn es richtig eingesetzt wird? Würde ich denken schon. Also bei mir ist es konkret so, dass ich ungefähr 50% der Studierenden online zugeschaltet habe. Ja, und dann dadurch also glaube, ermögliche vielen an meinen Veranstaltungen teilzunehmen, die sonst nicht teilnehmen könnten oder wie auch immer verhindert werden, ja. Sei es, weil sie halt nicht permanent in Leipzig präsent sein können, weil sie sich das finanziell nicht leisten können oder weil sie halt in den späteren Abendstunden andere Verpflichtungen haben oder morgens. Das ist ja egal, in welchen Randzeiten ich mich bewege. Ja. Und dadurch kann man das halt schon viel machen. Aber dann setzt es halt voraus, das wäre dann die Frage zuvor, was können technologische Innovationen bereithalten, ja, also da muss ich dann natürlich mein komplettes Angebot so ein bisschen umstellen, dass diejenigen, die online zugeschaltet sind, nicht irgendwie abgehängt sind. Also sprich, die analoge Tafel dann einfach mit einer schlechten Kamera abfilmen, ist dann halt nicht so das, was die sich dann vorstellen. Also da ist man dann halt tatsächlich ein bisschen gefordert. Ja, es variiert dann natürlich auch enorm, wenn das jeder für sich entscheiden und umsetzen muss. Vielen Dank für die Wortmeldung. Wir haben erneut einige Beiträge über Slido. Ich lese jetzt erstmal einfach das erste vor und dann würde ich weitermachen. Viele Vorurteile gegenüber der digitalen Lehre. Digital ist nur das Format. Der gelehrte Inhalt ist nach wie vor haptisch, sozial, am Mensch ausgerichtet. Dazu fällt mir dann natürlich auch Fächerunterschiede ein. Das können wir jetzt nicht in der Tiefe diskutieren, aber natürlich, das ist auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, wenn wir an alle unterschiedlichen Fächer denken, die unterrichtet werden. Aber meine Kollegin hat recht, in Anbetracht der Zeit würden wir gerne das letzte Zitat noch mit Ihnen nach der gleichen Abfolge besprechen. Und genau, dann übergebe ich auch das Wort. Eine sinnvolle und vermehrte Ergänzung der Hochschullehre durch digitale Angebote bleibt eine nationale Aufgabe. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in der Pandemie Flexibilität sowie außerordentliche Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Nunmehr muss auch die staatliche Politik in einer nationalen Kraftanstrengung durch substanzielle finanzielle Unterstützung ihren Beitrag zur Weiterentwicklung leisten. Bitte stimmen Sie ab. Auch hier als kurzer Hintergrund, das Zitat stammt aus einer Publikation des Deutschen Hochschulverbands, Digitale Lehre aufwerten. Deutscher Hochschulverband fordert bessere Anerkennung digitaler Lehrformate in den Lehrpflichtverordnungen. Gut, sehr einig, mit 88%. Ganz kleine Prozentzahl stimmt nicht zu,
Ansonsten bewegen wir uns sehr auf quasi einer positiven Haltung gegenüber diesem Zitat. Okay, doch, es gleicht sich noch etwas an. Die 88% sind zu 51% geworden. Hier würde ich mal sagen, wir machen einen Stopp, eine kurze Rückmeldung im Raum, online, wie Sie möchten, dass wir noch einen kurzen Austausch über dieses Zitat haben können, bevor ich an meine Kollegin weitergebe. Ich sehe Kopfnicken. Ja, die Zustimmung ist hier im Raum vertreten. Gerne. Auch wenn es wahrscheinlich die meisten Anwesenden zum 101. Mal hören, es braucht nicht nur für diese, aber auch für diese Aufgabe deutlich mehr Grundfinanzierung der Hochschulen. Vielen Dank. Gut, 5 Teilnehmende tippen, 6. Ich würde auch sagen, wir lassen die Kommentare im Hintergrund weiterlaufen. Das Okay, eine Wortmeldung nehmen wir noch mit rein. Also jetzt muss ich doch noch was sagen. Ja. Ich bin Professorin einer Fernuniversität und ich unterrichte ausschließlich online. Und ich merke, dass wir Professoren von Online-Hochschulen uns immer so wehren müssen gegen Vorurteile von Präsenzhochschulen. Also als Architektin sind wir noch nicht Kammer zugelassen, weil es immer heißt, Architektur kann man nicht online unterrichten. Also wir stoßen sozusagen in einem System, was sich ständig mit dieser Frage, wie geht die Didaktik, wie unterrichten wir Haptik, wie unterrichten wir Raum, wie mit dem Menschen, der vor einem sitzt und den man anfassen kann, was macht man damit mit diesem Format digital? Es sind sozusagen so viele Blockaden von außen. Ich habe das Gefühl, gehen tut das alles, aber die Vorteile, die jetzt sozusagen von der Gesellschaft kommen, von Fachleuten, die in herkömmlichen Studiengängen sitzen und sagen, außer Präsenz vielleicht auch nie groß drüber nachgedacht haben, wie das gehen könnte. Das ist wie so eine Wand. Also es ist echt hart, als Professor zu sagen, ich unterrichte online. Da kann man eigentlich gleich sich abdecken. Und ich glaube, das ist sehr gutes Potenzial, um auch gleich nach unserem Vortrag oder diesem Input nochmal im Foyer darüber zu sprechen. Die Diskussion hat schon gestartet. Ich würde jetzt gerne noch an meine Kollegin Freya Cooper übergeben. Yeah. Also ich fand es erstmal sehr eindrücklich, wie sich all die Themen, die wir eigentlich auch eben in den Dokumenten gesehen haben, hier nochmal im Raum und im Online-Raum wiedergefunden haben. Und kannst du eine Folie weiterschalten vielleicht oder sollen wir noch laufen? Na gut, jetzt sind wir wieder bei der Resilienz. Also weil wir denken, dass all diese Fragen eben danach, wer ist denn eben dafür verantwortlich, dass Lernen und Lehren an der Uni weitergehen kann, auch wenn sowas kommt wie eine Covid-Pandemie, eben diese Frage nach Resilienz, das Stichwort Resilienz wieder aufbringen. Und es ist total interessant, wie sehr sich das verknüpft, also wie eben auch die Krise in verschiedenen Diskurssträngen eingesetzt wird, und die würde ich jetzt einmal noch alle kurz nennen und damit enden wir. Also die Diskursstränge, die wir bisher sehen in unserer Analyse, sind einmal die Krise als Katalysator, und zwar ganz groß, also auch gesellschaftlich gedacht, und irgendwie wird dann auch die Uni trägt eben auch oft eine gesellschaftliche Verantwortung, so wird es diskursiv beschrieben, das wurde auch gerade hier nochmal so kritisiert, die Uni kann das ja nicht gar nicht alles schultern. Dann gibt es einen Diskursstrang, dass es neue Möglichkeiten gibt für Lehr- und Lehrmethoden oder auch mehr Kollaboration, also so ein bisschen Veränderung auf etwas kleinerer Ebene. Ein nächster Strang ist die Krise als Brennglas, also die Krise legt strukturelle Probleme offen, kam auch nochmal hier zu Wort. Und dann zuletzt auch die Krise zeigt nochmal, wie stark eben Lehrende auch eben ihre Kraft angestrengt haben und zeigt nochmal, wie viel sie denn schultern. Und da ist eben dann auch nochmal, vielleicht wird auch danach gefordert, das auch zu honorieren und das eben auch auf politischer Seite anzuerkennen. Genau. Und würde ich schließen. Vielen Dank, dass wir in den Austausch gekommen sind. Und wenn Sie mehr zu unserer Forschung erfahren wollen, hier sind wir zu finden. Und gerne auch im Foyer noch. Danke.